Mit dem PS-starken Speedboat von Mamigili nach Nalaguraido und dem Sun Island Resort. Kurzreise ins Paradies, nicht wie es hier scheint, der Erholung wegen. Dennoch Gelegenheit zur Entspannung, Kurzträume am weißen Strand einer der 1200 Koralleninseln der Malediven. Diese liegt 4 bis 5 Bootsstunden von der Hauptstadt Malé entfernt. Inzwischen aber erreichen die Touristen aus aller Welt ihr Ziel hier im südlichen Ari-Atoll deutlich bequemer und schneller. 10 Bootsminuten von der Ferienidylle Nalaguraido ist per Landgewinnung der Vila Airport Mamigili entstanden. The crew, when they taxiing, before entering the runway, if they can slow down a bit the taxiing for the photo. Before they enter the runway, a slow taxiing, that would be great. Dietmar Plath von Aero International bei der Arbeit. Starten und landen auf Muschel, Kalk und Korallensand, der während der vergangenen Jahre mit Hilfe solcher Schwimmbagger vom flachen Meeresboden gefordert wurde und die Insel Mamigili von 60 auf 150 Hektar vergrößert hat. Dinosaurier im Hafen von Mamigili. Und noch einmal kurz hinüber zum Sun Island Resort für eine weitere Übernachtung im Strandbungalow und am Abend dann eine Attraktion an einer flachen Bucht. Wir freuen uns auf eine Manta-Fütterung. Die kleine Kamera dokumentiert ein kleines Missgeschick, das im Augenblick des Geschehens auch Dietmar Plath nicht bemerkt hat. Das werden wir gleich sehen. In seiner Hemdtasche jedenfalls steckt sein neues iPhone 5. So, da baumelt es. Und nun also aufgepasst. Plumps, weg ist es. Gesehen hat er es nicht. Nach 10 Minuten hat er es dann wiedergefunden. Und am nächsten Morgen die Sensation. 10 Minuten im Wasser gelegen. 10 Minuten haben wir gesucht. Und was sehen wir da? Ein funktionierendes iPhone 5. Ich werde wahnsinnig. Das glaube ich nicht. Das ist nicht zu glauben. Nee. Das müssen wir der Weltöffentlichkeit mitteilen. Und einmal, ich glaub's nicht. Ja, einmal zur Cloud hochmailen, zu Steve Jobs. Well done, Steve. Ja, super. Ich glaub's nicht. Okay. Abreise von Mamigili mit Ziel Malé. Ismail Fayez und Ahmed Shamin starten mit einer französischen ATR 42500 von Flyme. Und kurz nach dem Start sehen wir da unten den neuen Airport Mamigili, der per Landgewinnung entstanden ist, und einen Gast auf dem Jumpseat auf dem 20-minütigen Flug zum internationalen Airport von Malé. Da liegt die Hauptstadt, in der ein Drittel der Einwohner des Landes wohnt, also rund 120.000, drängen sich dort. Und gleich also Landung auf der Nachbarinsel Hulhulé. Das ist so eine Art Flugzeugträger im Korallenmeer des Indischen Ozeans.